Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Biodiversität. Ja, in Folge 43 machen wir so weiter, wie wir das in dem vorigen Video besprochen haben. Und zwar gehen wir jetzt zu den Panama- und mexikanischen Zwergbeutelratten innerhalb der Gattung der Zwergbeutelratten. Okay, schauen wir uns das mal an. Und zwar haben wir hier die Untergattung Oxulo marmosa, die Oxulo-Zwergbeutelratten, lässt sich nicht schön übersetzen. Und ja, die Untergattung ist halt Teil der Gattung der Zwergbeutelratten Marmosa. Wie gesagt, da halten wir uns jetzt die nächsten paar Videos dort auch auf. Und die Untergattung kommt verteilt in Südamerika vor. IUCN stuft die Untergattung bis 2008 als von der Ausrottung bedroht ein. Seit 2008 jedoch wird sie unter Datadefizient nicht genügend Daten gelistet. Zum Körperbau. Das Fell an der Oberseite ist rot bis braun gefärbt. Das Fell an der Unterseite ist hell, meist weiß bis gelb. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal stellen die besonders großen Augen dar. Gut, das gilt halt für die gesamte Gattung. Ich verweise hier nochmal auf den Augenring, der ist immer ganz hilfreich. Ein weiteres wichtiges Unterscheidungsmerkmal sind die unbehaarten Ohren. Und die Oxulo-Zwergbeutelratten haben keinen Beutel, hilft uns allerdings auch nicht besonders viel, weil ja keine der Zwergbeutelrattenarten einen Beutel hat. Ja, sie werden bis 143 Gramm schwer bei einem Höchstalter von 3 Jahren und einer Maximallänge von 45 Zentimetern. Zur Lebensweise. Die Oxulo-Zwergbeutelratten bewohnen subtropische und tropische Regionen, wobei je nach Art Trocken- bis Regenwälder bevorzugt werden. Es handelt sich um nachtaktive Einzelgänger, die in der Regel auf Bäumen leben, die sogenannte arboreale Lebensweise. Es sind auch Omnivoren, also Allesfresser, die sich vorwiegend von Früchten und Insekten, selten aber auch von Aas und kleinen Echsen, Vögeln oder Wirbeltieren ernähren. Den Tag verbringen sie schlafend in Vogelnestern oder selbstgebauten Nestern aus Zweigen und Blättern. Obwohl die Anzahl der Zitzen je nach Art von 9 bis 19 reicht, ist die Wurfgröße jedoch nur 3 bis 19 Jungtiere. Die Tragzeit beträgt 14 Tage und aufgrund des fehlenden Beutels trägt das Muttertier die Jungtiere bis zum 70. Tag nach dem Wurf an sich, hängend mit sich herum. Die Geschlechtsreife tritt mit dem 8. Lebensmonat ein. Und damit sind wir auch schon bei der Taxonomie der Oxulo-Zwergbeutelratten, Oxolumamosa, der Untergattung. Da haben wir dann die Art der Panama-Zwergbeutelratte, Mamosa isthmica, die mexikanische Zwergbeutelratte, Mamosa mexicana, die Robinson- oder Robinsons-Zwergbeutelratte, Mamosa robinsoni, Simons-Zwergbeutelratte, Mamosa simonsi, Trockenland-Zwergbeutelratte Mammosa xerophila und last but not least Celadon-Zwergbeutelratte Mammosa celadoni. Fangen wir mit der Panama-Zwergbeutelratte Mammosa isthmica. Ja, sie gehört zur Untergattung der Oxulo-Zwergbeutelratten, hatten wir gerade, Oxulo-Mammosa. Und wie man es vom Namen schon stark vermuten kann, kommt sie hauptsächlich in Panama vor. Es gibt allerdings auch Populationen in Kolumbien, westlich des Rio Cauca und im westlichen Ecuador. Da die Panama-Zwergbeutelratte bis vor kurzem noch als Unterart der Robinson-Zwergbeutelratte, Mammosa robinsoni, eingestuft wurde, liegt keine Gefährdungseinstufung der IUCN vor. Wie gesagt, das ist relativ neu. Zum Körperbau. Die Kopfrumpflänge beträgt 10,5 bis 22 cm. Die Schwanzlänge beträgt 15 bis 25,3 cm, das ist relativ wichtig, denn die Schwanzlänge ist somit ca. 30% größer als die Kopfrumpflänge und die Schwanzlänge ist innerhalb der Untergattung ein sehr gutes Unterscheidungsmerkmal. Das Fell der Kopfoberseite des Rückens kann von hell bis dunkelorange reichen. Und die Körperseiten sind etwas heller gefärbt. Ist ja meist so, dass ich sage mal, das Rückenfell dunkler ist, das Bauchfell heller und dann ist so eine Art Übergangsbereich an den Seiten gibt. Das Fell der Unterseite ist gelb bis orange gefärbt. Die Mitte der Schnauze ist heller gefärbt als die Kopfoberseite.
Um die Augen sind schwarze Augenringe, die nicht ganz bis zu den Ohren reichen. Hatte ich ja letztens schon gesagt, das ist relativ wichtig. So schauen, wie weit die gehen. Die Füße sind gelb bis orange gefärbt. Und die ersten 10% des Schwanzes sind unbehaart. Der nackte Bereich des Schwanzes ist an der Oberseite braun gefärbt, die Unterseite ist etwas heller. Sie werden bis zu 143 Gramm schwer bei einem Höchstalter von 3 Jahren und einer Gesamtlänge von bis zu 45 cm. Zur Lebensweise. Panama-Zwergbeutelratten Mimosa ist Mica kommt bis zu 1700 Meter über Meeresspiegel oder normal Null, wie auch immer man das möchte, in Tiefland, trockenen Mangroven und feuchten Bergwäldern vor, sind also Waldbewohner, die weit verbreitet sind innerhalb des Habitats Wald. Es sind nachtaktive Einzelgänger, die eine arboreale, also auf Bäumen lebende Weise bevorzugen. Es sind Omnivoren, also Allesfresser, die sich vorwiegend von Früchten und Insekten ernähren. Den Tag verbringen sie wahrscheinlich schlafend in Vogelnestern oder selbstgebauten Nestern aus Zweigen und Blättern. Das wurde noch nicht beobachtet, aber es wird halt vermutet, weil ja, ihre Verwandten sich so verhalten. Die Wurfzahl beträgt 6 bis 13 Jungtiere und pro Quadratkilometer können bis zu 220 Individuen leben, was gar nicht mal so wenig ist. Da die Art erst vor kurzem zu einer eigenen Art deklariert wurde, können keine weiteren Angaben zur Lebensweise gemacht werden. Was man jedoch weiß, bzw. was man vermutet, ist, dass es viele Parallelen zur Robinson-Zwergbeutelratte Mimosa robinsoni gibt, einfach von der Logik her schon, weil sie halt damals als Unterart von dieser angesehen wurde. Ja, damit sind wir bei der mexikanischen Zwergbeutelratte Mimosa mexicana angelangt. Und die Art gehört natürlich auch zur Untergattung der Oxulo-Zwergbeutelratten, Oxulo mimosa. Ihr Name hat sie daher bekommen, dass sie vornehmlich in Mexiko vorkommt. Es gibt allerdings auch Populationen in Mittelamerika, sowie auf den Inseln Roatan und den Corn Islands. Da die Art in großer Zahl und weit verbreitet vorkommt und zudem in der Lage ist, sich gut anzupassen, stuft die IUCN dies als am wenigsten bedenklich, also als nicht gefährdet, Least Concern ein. Zum Körperbau. Die Kopfrumpflänge beträgt 9,4 bis 16,8 cm bei einer Schwanzlänge von 13 bis 22,8 cm. Das bedeutet, die Schwanzlänge ist somit ca. 37% größer als die Kopfrumpflänge und ist halt ein Unterscheidungsmerkmal von 30%. Das mag wenig klingen, ist aber, wenn man sich mit den Tierchen genauer befasst, relativ einfach auszumachen. Das Fell auf der Kopfoberseite und dem Rücken ist rötlich-braun, kann im Alter jedoch ergrauen. Die Bauchseite ist gelblich bis gräulich gefärbt. Die Füße sind weiß, braun oder gelb gefärbt und im Gegensatz zur Panama-Zwergbeutelratte reicht das schwarze Fell der Augenringe bei der mexikanischen Zwergbeutelratte direkt bis zu den Ohren. Die Schnauze ist etwas heller als der Kopf, aber der Kontrast ist kaum zu erkennen. Vom Kinn zum Anus verläuft ein gelblicher bis orangegrauer Streifen. Nur die ersten 10% des Schwanzes sind behaart. Der nackte Teil des Schwanzes ist dunkelbraun, hilft also auch nicht wirklich gut bei der Unterscheidung. Ja, Gewicht bis zu 99 Gramm bei einem Höchstalter von 3 Jahren und einer maximalen Länge von 40 cm. Zur Lebensweise. Ja, mexikanische Zwergbeutelratten kommen bis zu 1600 Meter über Meeresspiegel in feucht, trocken, Mangroven, Eichen- und Kieferwäldern, aber auch im Buschland vor, haben also eine relativ breite Anpassung. Sie sind nachtaktive Einzelgänger, die in der Regel auf Bäumen leben, also wieder mal die arboreale Lebensweise bevorzugen. Wie die anderen Arten auch sind sie Omnivoren, also Allesfresser, die sich vorwiegend von Früchten und Insekten ernähren, jedoch werden auch kleine Vögel und Echsen verzehrt. Den Tag verbringen sie wahrscheinlich schlafend in Vogelnestern oder selbstgebauten Nestern aus Zweigen und Blättern. Auch werden Mykorrhiza-Pilze, also das sind Pilze, die symbiontisch mit den Wurzeln von Pflanzen verflechtet sind, verzehrt. Wahrscheinlich helfen die Tiere bei der Bestäubung der Palmart Calyptogyne,
Giesbrechtiana. Ist Wahnsinn, wer das aussprechen kann, hat gewonnen. Ist auch die Gelegenheit, wenn man irgendwie Hangman spielt, zu gewinnen. Die Wurfzahl beträgt 2 bis 13 Jungtiere bei 11 bis 15 Sitzen. Und es sind keine weiteren Angaben zur Fortpflanzung bekannt, weswegen wir hier auch nichts weiter sagen können. Und damit sind wir auch am Ende der Vorlesung angelangt. Wir haben dann insgesamt, wenn ich mich nicht täusche, noch vier Arten innerhalb der Zwergbeutelratten, beziehungsweise der Exulo-Zwergbeutelratten, zu betrachten. Und ja, das werden wir dann noch in zwei Vorlesungen schätzungsweise angehen. Bis dahin bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Sag bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser und tschüss.